Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Evoland. Ich bin euer Mr. Welle 1974 und boah, jetzt haben wir gerade diese Mini-Falle überlebt. Mal gucken, was es noch so gibt. Also Robin Hood für mich auslachen. So, da kommen wir rein, das ist klar. Sehe ich. Was haben wir hier? Karte, Stern. Okay, 20 haben wir. Das heißt, uns fehlen also noch 10. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Wir sind übrigens im Schrein vom Barbarmut, falls das Leute interessiert. Ich werde es wahrscheinlich auch als Titel so benutzen, aber... Ach, der geht dann selber drauf, oder was? Das ist natürlich, gut. Okay. Schalter betätigt. Ist ja also höchstwahrscheinlich noch ein Schalter. Das ist aber, wie gesagt, richtig kacke. Ja, du bist jetzt mal gut hier. Das übertreibt man nicht. Ja, wieder 3. 1, 2. Aha, 1, 2 und dann 1. Hä? Das sind doch 3 immer. 1, 2. Das gehen. Na, ja, ist. Verdorre ich nochmal. Das geht genau nicht, ne? Das geht doch gar nicht. Du bist doch gar nicht so schnell. Ah, okay. Okay, so ist der Trick. Okay, ich muss sowieso... Genau, das hatten wir schon, weil es ist, wenn es 10-mal passiert, ist es auch 10-mal lustiger. Okay, also direkt da unten. So. Alter, ist man gut hier? Egal. Und zwar halb tot, aber das war schon mal gar nicht so schlecht. Komm, nimm ihn mit. So. Ist das hier aufgegangen? Nur da hinten. Da hinten ist das aufgegangen, ne? Okay. Spezialangriff. Ja, ich hätte ihn fast gehabt. Jetzt aber. Das war ein Unfall, geil. Alter.
Wieder so ein Lichträtsel. Okay. Können wir erstmal was mit der Bombe machen? So, was haben wir an der nächsten Stern? Ja, fehlen also noch 9. Okay, das ist ein Riesenkegel. Gibt's hier Feinde? Ich hätte die gerne dann erstmal beiseite geräumt. Dann bin ich höchstwahrscheinlich sehr auf den Zwergen gehen. Ach, da war ein Loch. Schön. Wie bin ich denn jetzt hier rausgekommen? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hat der mich denn jetzt hier hingepackt? Ja, wir nähern uns. Guck mal, die tollen Magier, da sind die tot. Die bleiben tot. Na? Komm mal, Fledermaus. Mach die weg. Alter, bin ich doof oder was? Schreibt das jetzt in die Kommentare. Du bist so doof wie. Und lass doch mal was Kreatives einfallen. Und wie, schreibt einer wie umgefallen oder so. Das merke ich mir. Ich habe auch Gefühle. Nicht viele, aber ein paar, ja doch. Es fing schon mit der fehlenden Gizmo-Push-Figur an. Damals. Kindheitstrauma. So, apropos Kindheitstrauma, so, jetzt will ich dieses Rätsel mal eben lösen. Ich weiß nicht mehr, wofür dieser Schrein da war. Vielleicht kriegt man einfach nur die Spielkarte. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist aber auch der einzige optionale Dungeon, den es hier gibt, glaube ich. Ich glaube, was anderes gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber es ist schön, dass ich mich so weit nochmal erinnern kann, wo er ist. So. Das geht schon mal. So, das ist auch okay. Das kriegen wir rein. Das sieht doch gut aus. Ja, voll. Punktlandung. So, was haben wir denn da Schönes? Noch ein Fight, natürlich. Bescheuert? Boah. Hau ab. Oh, Herzen. Du Arschloch. Gibt's doch gar nicht. Das wir jetzt ein Mist normal machen, ja? Nee, das war hier oben irgendwo. Fallen und Bogen schalten. Ist mir egal.
Ach, dann ist das nicht aktiv. Ach so, vielleicht brauche ich es auch gar nicht mehr, ne? Das kann natürlich sein, dass das so logisch ist, dass dieses Rätsel schon gelöst ist. Ja, es ist... Gut. So, ganz schnell E-Mail wechseln. Alter! Ich möchte dazu gar nichts sagen. Schon wieder falsch, ne? Ich gehe da immer gerne falsch. Was für ein lustiger Kampf. Boah, macht der Laune. Bälle, Kaspar. Hey. Das mit Respawn, das finde ich aber wirklich geil. Aber das Problem ist, du bist ja immer, man ist ja immer getuned, in Bewegung zu bleiben. Ne? Und hier ist es eigentlich genauso, bei den Viechern macht es mehr Sinn, wenn man sich nicht bewegt. So, Versuch 3. Aber jetzt sag ich mal ganz ehrlich, hast du verloren. Zack. Na komm. Yes. Gib mir einmal das Präsent. Jawoll, hab ich doch richtig gehabt. Egal, haben wir den optionalen Dungeon auch. Ja, mach du nur. Ich ignoriere dich. So, haben wir. 14 Minuten. Oh, da ist, was ist denn da? Hier landen. Bist du? Boah, schon wieder kein One-Kill. Das ist so lang. Boah, jetzt muss ich trotzdem wissen, was ist das Zelt? Ich bin einer der letzten reisenden Händler. Ein Nachfahre des legendären Dornico. Hier wieder, hi Retro Game Laws, du kennst die Anspielung. Doch jetzt bin ich völlig ausgehungert, seit Tagen habe ich nicht gegessen. Wenn ihr mir etwas gutes Fleisch bringen könnt, werde ich etwas Nettes dafür springen lassen. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß, was der will. Was ähnliches wie Hühnchen.
hasse das, dass das keine One-Kills sind. Das ist ein Scherz. So. Was haben wir denn hier noch im Angebot? Das ist die Stadt. Was haben wir denn hinten? Höhle? Das ist die, die kennen wir, ne? Right. Ja, stimmt, das ist dann. Da war aber auch was. Da war auch irgendwas, was wir übersehen haben. Das soll aber jetzt erstmal nicht unser Ding sein. Okay, also die Höhle kennen wir. Hier geht's eh nicht, das ist die Stadt. Die Stadt könnte ich mir mal eben kurz noch machen mit der Folge. Ja, mach dir mal. Boah, das gibt's doch nicht. Ja, das gibt's doch gar nicht. Fünf sie mal daneben, ey. So, mal gucken, ob ich den Gag finde, den ihr mir geschrieben habt. Es gibt nämlich eine Stelle, das glaube ich nicht. Da gibt es einen seitlichen Weg. Ja. Oh, mal kurz gucken, mal wieder ein bisschen orientieren in dem tollen Dorf. Nee, da ist es doch nicht. Ist das hier? Ja, genau. Hier war das. Und schon haben wir eine neue Karte. 15 Karten gefunden. Geil. Ja, das habt ihr mir auch geschrieben. Ja. So, jetzt wird's problematisch. Dann würde ich sagen, beende ich hier mal die Folge. Und dann sehen wir uns in Folge 14 wieder. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und denkt dran, bleibt diesem Projekt treu. Wir haben hier noch viel vor. Und wir haben noch einen Endkampf. Bis dann. Tschüss.